Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem kurzen, knackigen Unboxing, beziehungsweise nur in dem Video werde ich es euch nur vorstellen, zeigen, und danach mache ich ein Verkabelvideo und da werde ich den Kabel benutzen. Mir hat nämlich nur noch eins gefehlt für mein neues Verkabelvideo, ein neuer HDMI-Kabel für die Strecke vom Fernseher, beziehungsweise vom Lowboard bis zum PC, wegen Capture-Karte. Ja, damit ich dann halt streamen kann abends und aufnehmen kann, auch so für euch. Weil das ich habe jetzt einen normalen Kabel liegen, der ist 3 Meter, ganz normaler HDMI, 2.1 Kabel, der auch alles unterstützt. Das ist nicht das Problem von Kabel direkt. Aber es sind nur 3 Meter. Es ging früher nicht mehr. Jetzt geht aber auch mehr. Und es wird trotzdem alles unterstützt. Weil ab 3 Meter mit einem normalen HDMI-Kabel kannst du nicht mehr das rausholen, was du da für 4K, 120 FPS und was weiß ich alles brauchst. Wenn du zocken willst zum Beispiel, wenn du die Räder dann unterstützen. Ab einer gewissen Länge leidet das Signal und wird schwächer und dann wird nicht mehr alles unterstützt. Und der Hersteller übernimmt auch keine Garantie dafür, dass es also über 3 Meter unterstützt wird. Aber es gibt eine Möglichkeit, und zwar dieses hier. Das ist ein optischer Kabel. So wie damals, wie ihr den optischen Kabel kennt von der Anlage, der ja außer Mode gekommen ist, weil über HDMI mehr Bandbreite durchging. Ich hatte da mal einen geilen Bericht gelesen und da waren noch Bilder drin. Wenn ich den noch finde, werde ich euch den mal in die Videobeschreibung packen. Da ist alles aufgelistet, wie viel Bandbreite durch die einzelnen Kabel gehen. Also das war ja damals, erst kam ja Klinke, dann kam Cinch, dann kam Koaxial und optisch. Wobei ich nicht gewusst habe, muss ich auch dazu sagen, dass bei Koaxial und optisch die gleiche Bandbreite war. Hatte gedacht, bei Koaxial ist ein bisschen was weniger. Weil optisch ist ja optisch, aber egal. Und ja, da ging halt nur so ein bisschen durch. Und da muss man dann das Tonsignal teilweise ein bisschen ja, Töne rausnehmen, die das menschliche Gehör nicht hört, damit das halt durchgepasst hat. Und das ist mit den neuen, jetzt mit HDMI nicht so. Da passen, ich habe es nicht mehr im Kopf, weiß ich, wie viele Kabels durch vom Ton her oder MB. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche euch das zu verlinken. Und deswegen ist es halt begrenzt bei normalen HDMI-Kabeln. Aber hier haben wir jetzt einen optischen, der hat so ja, soweit ich jetzt gelesen habe, zwei optische Stränge drin. Plus normale Kabel. Also das ist jetzt nicht so ein normaler Kabel, wie ihr kennt, so einfach bumm. Oder so wie der optische Kabel, wo ein optisches Signal ist und dann ist so ummantelt. Nein, der hat zwei optische, einmal für Ton, einmal für Bild. Und dann hat er noch normale Kabel drin für die Datenübertragung. Also für das, was HDMI 2.1 ja alles kann. HDMI CEC wäre zum Beispiel das beste Beispiel, damit die Räte untereinander kommunizieren können. Mach dich an, mach dich aus, mach lauter, mach leiser, schalte um. So, und sowas, also die Gerätesteuerung auf die Deutsch. Und hier sind dann halt, haben wir ein Ende schwarz, ein Ende weiß. Und der ist auch ein bisschen, wenn er guckt, der ist ein bisschen länger hier als normale HDMI-Kabel. Das hat damit zu tun, da steht auch 8K drauf. Den kann man auch bis 20 Meter oder 25 Meter machen. Ich werde euch das auch in der Videobeschreibung verlinken. Das ist jetzt ein 7,5 Meter Kabel. Hier kommt das HDMI-Signal rein, also hier steckt das in euer Gerät rein. Ganz normal. Und es wird hier in diesem kleinen Ding, da ist ein Prozessor und so drin, ein kleiner Chipsatz drin und so, wird das umgewandelt in optisches Signal. Das optische Signal oder die optischen Signale, Ton, Audio und die normalen Kabel gehen dann hier durch bis zum Ende. Hier ist das Ende. Und hier am Ende geht das praktisch dann hier unten raus und geht dann halt, wird dann hier wieder umgerechnet. Und wird von zwei optischen und Normalkabeln wieder in ein Signal gemacht und geht dann an euer HDMI-Gerät. Sodass das HDMI-Gerät keine Veränderungen mitkriegt. Aber wir haben hier
eine Länge von 7,5 Metern. Das ist jetzt für 4K-Beamer oder so für die Leute interessant, die das an der Decke haben und einen längeren Kabel brauchen. Wie gesagt, glaube, das längste, was ich gesehen habe beim Hersteller, ich bin mir jetzt nicht sicher, waren 25 Meter. Und das ist doch mal eine Hausnummer. Und das sollte ja eigentlich für die meisten Leute ausreichen. Und das hat mir jetzt noch gefehlt. Man soll ihn halt nicht so knicken. Hier stehen dann auch so, ist dann auch noch so eine Anleitung. Ja, man soll ja halt nicht Knoten machen. Um die Ecke biegen kann man. Man soll vorne anfassen, nicht am Kabel. Das zeige ich ja auch immer wieder. Also praktisch hier am Stecker anfassen, nicht am Kabel ziehen. Und die haben mehrere davon. Die haben 2.0 Flex optisch Kabel und 2.1. Das sind 2.1 Kabel. Der kann 8K mit 60 Hertz, also 60 FPS, 48 Gigabits gehen durch, EARC. Das ist wichtig. Das ist ein kleiner Tipp von mir für euch. Wenn ihr Kabel sucht für eure PlayStation 5 oder Xbox und euer Fernseher ja auch 120 Hertz und sowas alles unterstützt, VRR und das ganze Döns, und ihr sucht Kabel, sucht nicht nach 4K 120 FPS Kabel. Da findet ihr ganz viel und der neue Standard ist 2.1, ist eigentlich 2.0. Das ist echt total kurios, was die da machen. Ihr müsst wirklich auf der Verpackung jetzt immer gucken, was der Kabel unterstützt. Es heißt nicht, dass ihr ein 2.1-Kabel habt und das ist ein richtiger 2.1-Kabel, der alles unterstützt. Das wird dann halt hier gekennzeichnet, was da unterstützt. Und da guckt ihr am besten nach 8K mit 60 FPS, weil die sind, wenn die 8K 60 FPS können, können die auch 4K, also mit 120 FPS und sind in der Regel auch für VRR und allem und alle drum und dran geeignet. Also da guckt er am besten nach, weil die meisten bieten nämlich auch 8K-Kabel mit 30 FPS an. Das ist eigentlich der Standard bis jetzt vor kurzem gewesen. Und die können nur HDMI 4K mit 60 FPS. Ja, aber HDMI-Kabel 4K 60 FPS ist beschissen zu suchen. Deswegen guckt lieber nach 8K mit 60. Ja, da kommt da, da findet da mehr und ihr seid da besser beraten mit. Macht sich viel besser. So, jetzt haben wir den. Den werde ich nämlich gleich verlegen. Ich werde die Kamera gleich umräumen und dann werden wir das mal testen. Ich werde den alten Kabel nur zur Not drinnen lassen. Jetzt fragt euch, warum? Hat doch bis jetzt immer gehalten. Ja, aber ich habe die neue Connect-Box, ist so groß. Nicht mehr so und so hoch, die ist so groß. Und hat auch separat, hat auch eigenen Strom. Und die steht jetzt oben auf dem Lowboard und da habe ich dann oben die Ladestation drauf und so. Das sieht alles ein bisschen kacke aus. Und ich hoffe, dass ich, also müsste eigentlich gehen, ich würde gerne die Connect-Box ins untere Fach vom Lowboard machen, wo sie nicht so doll auffällt. Dann hätte ich oben wieder frei, dann würde das ein bisschen besser aussehen und ich könnte die PlayStation, die Connect-Box und Fire TV alle wieder ein bisschen mehr verteilen und dann würde das nicht so drungen aussehen. Und die Kabel, die anderen Kabel sind alle lang genug. Bloß der vom PC, weil der kommt vom PC, da ist halt nur so viel und den brauche ich, dass ich halt variieren kann. Und dann kommt der da raus und dann habe ich auch da nur noch so ein Stück und dann geht er halt hoch gleich in die Connect-Box. Und der würde aber nicht bis ins Lowboard reichen, schon ja nicht bis ins Lowboard, bis dann in den, dann nach vorne rein, weil ich würde die Connect-Box ja dann vorne hinstellen und nicht hinten an der Wand. So würde der nicht reichen, aber der reicht soweit. Und das ist das Positive. Beziehungsweise in der Mitte vom Lowboard nach oben, weil der würde ja dann nicht in die Connect-Box kommen, der würde ja dann in meinen HDMI-Splitter kommen. Video werde ich euch oben verlinken, dass ich halt 4K 60, 120 Hertz auf dem Fernseher habe und wenn ich dann aufnehme, kann ich da umschalten und habe das, was der Fernseher, was der Monitor wiedergibt. Die PlayStation schaltet da sehr schnell um, die Xbox macht da ein bisschen Probleme. Aber bei der PlayStation funktioniert alles super. Die erkennt das gleich sofort, das kann er nicht und stellt das alles gleich optimal ein. Ist wirklich richtig geil. Und so kann ich dann halt zocken und aufnehmen und so für euch und habe dann das, was der Monitor hergibt. Und wenn ich dann mit Tochter oder einfach für mich eine Zock-Session mache und sage, hey, ich möchte The Last of Us Part 1 weiterspielen,
Ich möchte aber das Beste davon haben und dann möchte ich halt natürlich mit 120 FPS spielen. Dann drücke ich da auf Knopf, dann mache ich da halt am Fernseher 120 FPS, muss vielleicht den HDMI-Signal nochmal ein bisschen, Quatsch, den HDR-Input nochmal kurz die drei Bilder da machen, damit die Schatten und alles richtig sind und dann habe ich das halt richtig geiles Bild und kann zocken, bis der Notarzt kommt. So, aber nichtsdestotrotz, wir werden jetzt anfangen. Das wird ein sehr langes Video. Ein sehr, sehr langes Video. Und ich werde dann auch nochmal ein Video machen und euch sagen, wie der sich schlägt. Ja, also ich werde ihn ja jetzt dann benutzen in den nächsten Streams und in den nächsten Aufnahmen. Und da kann ich euch dann sagen, wie er sich schlägt, ob das Signal durchkommt, ob alles durchkommt, ob irgendwo was leckt oder ob da überhaupt keine Probleme sind. Aber da gibt mir bitte ein bisschen Zeit. Ja? Also ich kann jetzt nicht heute Abend was zocken und sagen, ja, das ist toll. Also erstmal habe ich noch mit den Ohren. Aber ich zocke ja schon so ein bisschen wieder. Und ja, also ich möchte da schon ein paar Tage zocken und so eine Woche oder so, 2 Wochen, dass ich da wirklich gucken kann, schlägt er sich jetzt wirklich nur einen Tag gut, 2 Tage gut, eine ganze Woche, 2 Wochen gut, hat er zwischendurch Ausfälle, hat er nur immer einen Ausfall, was man mal verkraften kann, wenn, das haben auch die anderen mal gehabt oder so, von den Geräten, wenn sie sich nicht connected konnten oder so, das waren aber die Geräte und nicht der Kabel, das ist dann alles zu verkraften, oder macht er das, was er soll und hat keine Abbrüche, nichts oder so, da brauche ich dann ein bisschen Zeit. Also da müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde euch den Kabel unten in die Videobeschreibung verlinken. Wie gesagt, oder wartet mal, ich kann euch. Ich habe mir den ja hier. Nicht, dass ich da was Falsches sage, aber ich möchte sagen 25 Meter. HDMI. So, da haben wir ihn. Und zwar 8K. HDMI-Kabel 2.1 Glasfaser, 48 Gigabits, Ultra High-Speed-Kabel, unterstützt 8K mit 60 FPS, 4K mit 120 FPS, logischerweise auch 4K mit 30 und 4K mit 60 FPS. Also hier steht halt nur die höchste Auflösung. Ja? EARC. Der unterstützt so eine RTX 3090, also kann da mithalten. HDCP 2.2 unterstützt er auch und 2.3, das ist der neue Standard, der jetzt kommt. Das haben die meisten Geräte jetzt bei mir noch nicht. Also auch der Fire TV hat noch nichts mit 2.3. Aber okay, das kann er schon mal. Dolby-kompatibel mit PS5 und Xbox Series X, Roku, Fire TV, Sony, LG. CX TV, ja, also mit den ganzen guten Geräten, die halt 120 FPS unterstützen, ist er halt komplett kompatibel und es gibt den Kabel, also die kleinste Größe ist 1 Meter, dann 2 Meter, 3 Meter, hier steht, ah ne, diese normale HDMI, die Flexkabel sind hier 3 Meter. 5 Meter, 7,50 Meter, das ist, was ich habe. 15 Meter. Der 7,50 Meter kostet zum Beispiel 36 Euro, das ist halt schon happig. 10 Meter, 20, nee, ich habe mich geirrt, 20 Meter. 20 Meter ist halt das längste und der kostet 56 Euro. Ah, da seid, also, aber 20 Meter sollten ausreichen. Und Coupon gibt es auch gerade, ich habe mal bei mir auch gerade aktiviert. Ich habe gerade 25% Rabatt bei Amazon. Also zuschlagen. Sparvorteil beim Kauf von 2 weiteren Artikeln gibt es auch nochmal irgendeinen Rabatt. Also wenn ihr gerade Weihnachtsgeschenke braucht oder so. Ich gucke hier auch nochmal. Hier 120, 2K,
bis 2K kann er bis 144 Hertz. Unterstützt 10K-Auflösung, verlustfrei. Digital Audio über längere Strecken. HDMI funktioniert einwandfrei mit PlayStation 5 und Xbox Series X. Unterstützt variable Bildwiederholungsrate, also VRR, und HDMI 2.1 EARC. Mensch! Hohe Qualität, 24K vergoldet. Unterstützt Dynamic HDR. HDCP 2.2, HDCP 2.3. Na, hier stehen dann noch die Geräte, die ihn unterstützen. Nvidia Shield, Apple TV, hast du nie gesehen. Und hier steht es dann auch nochmal: HDMI mit 8K 60 FPS, 4K 120 FPS. Abwärtskompatibel zu HDMI 2.0, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1. Also auch das alte Geräte funktionieren damit. Echtes 8K HDMI-Kabel plus Benutzer. Bitte. Hier steht dann nochmal ein bisschen klein gedrucktet. Ja. Und hier seht ihr dann zum Beispiel diesen 2.1-Chip. So in etwa sieht das aus dann. Ja. Um das zu verdeutlichen, haben sie da so. Also ich denke nicht, dass es genauso aussehen wird, aber um es zu verdeutlichen. So. Dann würde ich jetzt aber sagen, dann wartet jetzt auch. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wie gesagt, ich kann noch nicht gleich sofort sagen, ey, geiles Kabel und macht da morgen nächste Video. Gebt mir ein bisschen Zeit. Im Stream kann ich euch ein Feedback geben dazu und da könnt ihr auch fragen, ist es der Kabel oder ist es halt schon, bist du wieder zurück auf den anderen Kabel gegangen oder so, ist kein Problem. Beantworte ich euch alle Fragen bis zum ja, Hardware-Check-Video dann. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.